Bei der Eröffnungsgala der Berlinale 2015 führe ich gar nicht mal so gute Interviews. Und die Stimmung im Saal ist so dermaßen ungewöhnlich und bizarr, dass es richtig Spaß macht, mir sowohl beim Versagen als auch beim Retten der Situation zuzuschauen. Folgende Situation. Ja, und ja. Sie haben einen heißen Schuss neben sich setzen, wenn ich das mal so sagen darf, ne? Du weißt, wer das ist? Die berühmte Veruschka. Ja, ich weiß, dass das Veruschka ist. Ich wollte ganz vorsichtig zu ihr überleiten. Ach so, okay, dann mach das mal. So, Veruschka, sind Sie ein sogenannter Filmlover? Gehen Sie viel ins Kino? Nee, nicht so wahnsinnig viel. Eigentlich nicht, aber ab und zu schon. Und ich mache meine eigenen Filme. So, ah, okay, ja. Wissenslücke. Was sind das für Filme? Performance-Filme. Performance-Filme? Wer macht da was? Ja, ich mache Gestalten da, die, ja... Zum Beispiel über den Tod, über das Altwerden, solche Dinge. Ja, es ist nicht nur alles Happy-Go-Lucky, ja, Leute. Ja, genau. So. Sehr gut. Ja, das mache ich und sonst, Vögel, ich fütter, wollte ich sagen. Füttere ich Vögel zum Beispiel. Ich füttere Vögel. Ich lasse sie mal alleine. Is James Franco in the house? Oh God, it's really you? If I faint and I fall in this direction, are you going to catch me? Oh my God, you're really here. Oh my God, and you're in... Hold this. Nice to meet you. My name is Helene Fischer. You all right? Yes, I'm kind of... I have my microphone here, James Franco. Entschuldigung, darf ich mich hier bei Ihnen hinsetzen? Yeah, okay. Do you understand? Nein, bleiben Sie hier. Wer sind Sie? Sind Sie auch berühmt? Sorry, yeah. Who are you? Fine. You're fine, okay. Yeah. James Franco, you are the Guinness Book of Records. Yes. For being in the most films ever. I beat Kevin Bacon. Yes, you are. Wow. Yes, you just... I made that up. I just want to get to know you. So, how's everything? You're in two... You are in two... Three films. Warte mal. Ich habe das Programm studiert. Ich kann das auswendig. Translate that. Dass dieses kurze Gespräch mit James Franco so ulkig wurde, ich glaube, das lag allein daran, dass ich mich so unfassbar schlecht gefühlt habe nach diesem verkorksten Interview mit Veruschka. Ich war MC, ich war Master of Ceremony. Ich hatte eine ganz klare Aufgabe. Es stand praktisch im Vertrag. Ich sollte unterhalten, ich sollte souverän, international durch einen großen Galaabend führen. Das war nicht nur Wunsch der Redaktion, das war meine Aufgabe. Und ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe versagt. Also habe ich versucht, mich ins Alberne zu retten.